Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute wird's hamtastic. Ja, mal wieder was mit Hanf. Diesmal sind das so Riegel, Müsli-Riegel mit Hanf. Ja, das und zwar ja von hamtastic. Es gibt drei Sorten. Ich habe immerhin zwei. Die habe ich vom Kaufland. Aber die soll's wohl auch beim Real und Globus geben. Also falls das hier nachher was taugt, wisst ihr schon, wo ihr sie besorgen könntet. Ja, das eine hier ist Cranberry und Goji, also nicht nur Hanf, sondern auch hier Goji-Beeren, die ja auch hier zu den Trend-Foods gehören. Cranberry und Goji, also known as the Berry Best. Ja, hier hat der Texter richtig Gas gegeben. Hier steckt richtig viel gutes Zeug drin. Fruchtige Cranberries und Goji, milder Bienenhonig und, na klar, über 20% Hanfsamen. Also Hanf aufs Herz. Wer kann dieser geballten Ladung von Superzutaten widerstehen? Richtig, keiner. Ja, dann sind hier drin Hanfsamenriegel mit Cranberry und Goji. Also das ist die offizielle Bezeichnung. Also Zutaten. Hanfsamen sind geschält, 18%. Brauner Reissirup, getrocknete Cranberries, immerhin 13%. Ananassirup, 10%. Aha. Getrocknete Goji-Beeren sind auch, da sind sie drin, das sind 9%. Reisstärke, Honig, 7%. Kürbiskerne, 6%. Hanfsamen ungeschält, immerhin noch 6%. Aha, wahrscheinlich für irgendwie das Mundgefühl. Wer weiß. Was hatte ich jetzt hier? Rice Krispies, das ist extrudierter 6%. Ananassaftkonzentrat, Sonnenblumenöl, also Ananassirup und Ananassaftkonzentrat. Okay. Erwachsenenriegel für Kinder ungeeignet. Dann bin ich ja froh, dass ich etwas älter bin. Vegetarisch mit Hanfsamen, mit Honig, Adults only. Das ist dann hier so. Und da natürlich hier Hanf, Hanf, Hanf. Interessanterweise, ja, das Ganze ist hier von Katjes. Also, die steigen hier auch in den Hanfriegelmarkt ein. Ja, ich würde sagen, ich mache den einfach auf. Oha, das sieht schon sehr interessant aus. Guck mal hier, also da ist ordentlich Zeug drin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Alles in Zucker gepackt. Riecht nach Sonnenblumenkern. Die waren aber nicht drin, oder? Ich glaube nicht. Doch, Sonnenblumenkerne. Ah. Ja. Schmeckt klassisch, wie so Riegel schmecken. Süß. Bisschen fruchtig. Es sind relativ viele Körner drin. Also, das ist... Ich kenne das ein bisschen feiner da drin. Ja, hängt zwischen den Zähnen. Also, ich finde den ganz gut. Außer, ja, die Stückchen, die Samenstückchen oder Kernestückchen, die sind tick zu groß. Und dadurch bleibt es zwischen den Zähnen hängen. Aber hat ein interessantes Crunch-Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich vermute mal, dass das die ungeschälten Hanfsamen sind. Ja, aber alles ein bisschen doof. Hängt so ein bisschen in den Zähnen fest. Das muss ich tatsächlich hier ein kleines Schlückchen zwischendurch trinken. Verzeihung. Aber dann nehmen wir uns die Nummer 2. Cocoa Almonds. Cocoa and Almonds, also known as Chalk Till You Drop. Oha. Nicht nur für Chocoholics. Hier kommt ein Hanfriegel ohne Schnickschnack und Chichi. Dafür mit über 20% Hanfsamen. Herben Kakao-Nips. Was ist das denn? Kakao-Nips. Herbe Kakao-Nips. Bienenhonig und knackigen Mandeln. Hanf im Glück, aber sowas von. Ja, also hier dürfte der Texter dürfte Gas geben. Das sind also Hanfsamenriegel mit Kakao und Mandeln. Hier sind zerkleinerte Mandeln drin. Hanfsamen. Die sind wieder geschält. Honig, Reiskrispies, das hatten wir auch schon. Brauner Reissirup, Reisstärke, Kakaopulver, Hanfsamen und zerkleinerte Kakaobohnen. Sind das dann die Kakaonips? Habe ich nie gehört. Kakaonips. Muss ich. Sorry, dass ich das nicht vorher gelesen habe. Das ist halt immer so, ich möchte spontan sein. Das werde ich tatsächlich wohl mal googeln müssen. Also Kakaonips, N-I-B-S. Nicht Kakaochips, Kakaonips. Wieder was gelernt. Also, oder wir was Neues entdeckt. Gelernt noch nicht. Müsst ihr selber googeln. Und ich auch. Ja, wir machen mal auf.
Der sieht schon etwas anders aus. Der ist nämlich hier fast schwarz. Also hier sehr kakaolig, aber Konsistenz die gleiche, weiche. Auch hier viele Körner drin. Nein, jetzt auch Sonnenblumenkerne. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber nee, hier waren nur Reiskrispies drin. Hier waren keine Sonnenblumenkerne, genau. Riecht nach Kakao. Oha. Relativ bitter. Also, ja, es ist eine Süße da. Aber der Kakao ist doch relativ bitter. Also für Leute, die es eher herber mögen, ist das hier, glaube ich, mit das einzige auf dem Markt. Ich weiß jetzt nicht, wie, da kenne ich mich nicht so aus, will jetzt hier mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber so bittere Schokolade in diesem Segment. Boah. Verzeihung, ja, es krümelt ein bisschen und auch wieder, es hängt wieder zwischen den Zähnen. Ja, aber das hat was. Es ist jetzt nicht ganz meins. Aber ich glaube, dass das so seine Fans finden kann. Auch seine Hater, weil die Leute sagen, ah, das ist zu bitter. Also persönlich würde ich den bevorzugen. Aber der ist deutlich interessanter. Aber Leute, die also ja, beim Müsli-Riegel will mir ja was Körniges, was Beißes haben. Aber irgendwie bleibt das zu sehr zwischen den Zähnen hängen. Aber gut, so hat man noch länger was davon. Also falls ihr nochmal gucken wollt, die Dinger heißen Hamtastic, Kaufland, Real, Globus soll es die geben. Vielleicht auch in eurer Gegend. Ja, ein interessanter Test. Ich sende euch hiermit viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.